Der Polizist führte mich in den Bus zu den anderen Gefangenen. Ich schluckte nervös, als ich sah, dass dort nur Typen saßen. Sie sahen mich finster an und starrten mich an. Sehen. Weshalb sollte so ein süßes Ding verhaftet werden? Was für ein Schlamassel. Sobald ich herausgefunden habe, wer mich reingelegt hat, werde ich dafür sorgen, dass die Person es bereut. Hallo, ich bin Emily. Bevor ich euch erzähle, wie ich im Gefängnis gelandet bin, abonniert bitte diesen Kanal. Wenn ihr das nicht tut, wird sich das Glück von euch abwenden. Das war natürlich nur ein Scherz. Es wäre einfach cool, wenn ihr persönliches Tagebuch folgen würdet. Der Kanal gibt sich viel Mühe für euch. Zurück zu meiner Geschichte. Ich habe es immer geliebt, verschiedene Persönlichkeiten auszuprobieren und so zu tun, als wäre ich eine andere Person. Zum Beispiel ging ich eines Tages in einen überfüllten Bus, setzte eine Brille auf und gab vor, blind zu sein. Ein Typ bot mir sofort seinen Platz an. Danke, junger Mann. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Vielleicht dachte ich, mein wahres Ich sei zu langweilig? Sagt mir in den Kommentaren unten, was ihr darüber denkt. Ich habe mir nie Gedanken über die Konsequenzen meines Handelns gemacht. Schließlich habe ich niemandem geschadet. Das ist mein Freund Edward. Süß, oder? Ich hatte Schmetterlinge im Bauch, wenn ich ihn nur ansah. Es hat nicht geschadet, dass Edward stinkreich war. Wie hatte ich so einen Prinzen für mich gewonnen? Nun, das war einfach. Ich tat so, als käme ich aus einer reichen Familie. Alles, was Edward über mich wusste, war gelogen. Lass uns am Wochenende zum Skifahren in die Alpen fahren. Ach, ich habe kein Geld für sowas. Was? Ich habe nichts gehört. Ich sagte, natürlich, klingt toll. Ja, es war nicht einfach, so zu tun, als wäre man reich. Ich musste einen Job finden, wenn ich nicht wollte, dass Edward meine Lügen durchschaut. Glücklicherweise suchte das örtliche Kino einen Popcorn-Verkäufer. Nach unserem Date bat ich Edward, mich dorthin zu fahren. Wir sind da. Warum gehst du ins Kino? Meine Eltern haben es gekauft und ich möchte mich umsehen. Wir sehen uns später. Ich ging rein und sagte, dass ich wüsste, dass sie Leute einstellen würden. Leider stellte sich heraus, dass ein anderes Mädchen mir zuvorgekommen war. Es tut mir leid, aber Christy hat sich zuerst beworben und ich habe sie bereits eingestellt. So leicht wollte ich nicht aufgeben. Dieser Job war perfekt und ich würde ihn auf jeden Fall bekommen. Zum Glück fiel mir immer schnell etwas ein und ich dachte mir sofort eine rührende Geschichte aus. Oh, das ist ja schade. Ich habe diesen Job wirklich gebraucht. Immerhin muss ich mich um drei jüngere Brüder kümmern. Um besser wirken zu können, machte ich ein trauriges Gesicht und zog ein Kind aus der Menge. Ah, tut mir leid, Damon. Deine Schwester wird dir doch keine neuen Sachen kaufen können. Was? Wer bist du? Psst, spiel einfach mit. Meine Geschichte rührte Christy und sie sagte, ich könne den Job haben. Wahnsinn. Mein neuer Chef sagte, ich könne morgen anfangen. Ich ging nach Hause und war zufrieden mit mir. Dann bemerkte ich, dass jemand in meinem Zimmer war. Wo zum Teufel warst du? Ich habe den ganzen Abend auf dich gewartet. Das ist meine beste Freundin Sandra. Wir standen uns nahe wie Schwestern, deshalb kam sie oft ohne Vorwarnung vorbei. Meine Freundin war die einzige Person, die mein wahres Ich kannte. Wenn ich bei ihr war, musste ich mich nicht verstellen. Ich erzählte Sandra von meinen Abenteuern und wie ich den Job bekommen hatte. Meine Freundin verdrehte wie immer die Augen. Emily, eines Tages werden all deine Lügen nach hinten losgehen. Oh, fang nicht damit an. Ich habe alles unter Kontrolle. Nachdem Sandra gegangen war, beschloss ich, Videospiele zu spielen und, ups, ich habe die halbe Nacht damit verbracht. Offensichtlich habe ich nicht genug Schlaf bekommen und konnte mich am nächsten Tag in der Schule nicht konzentrieren. Unsere Literaturlehrerin Mrs. Warren stellte uns Fragen zu dem Buch, das wir gerade lasen und ich konnte mich beim besten Willen nicht mehr an den Titel erinnern. Nun, ich war nicht besorgt. Ich hatte einen Trick für solche Tage. Ich hatte lange Zeit so getan, als würde ich mich um meine kranken Eltern kümmern und hätte deshalb nicht so viel Zeit für die Hausaufgaben gehabt. Mrs. Warren war sehr sentimental und meine traurigen Geschichten rühren sie immer zu Tränen. Die Lehrerin hat mir alles verziehen und mir bessere Noten gegeben, als ich verdient hätte. An diesem Tag kam ich wieder einmal ungeschoren davon. Es tut mir leid. Ich hatte keine Zeit, das Lehrbuch zu lesen, weil ich die ganze Nacht am Bett meiner Mutter gesessen habe. Oh, Emily, das ist so traurig. Du arbeitest so hart. Wo war mein Oscar? Ich bin zur Schauspielerin geboren. Nach der Schule ging ich ins Kino. Es war mein erster Arbeitstag. Sandra beschloss, nach mir zu sehen. Ich erzählte meiner Freundin, dass ich die Lehrerin wieder einmal getäuscht hatte. Du spielst mit dem Feuer. Eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen. Und dann bekommst du großen Ärger. Was bist du? Mein Gewissen? Ach, raus hier, ich muss arbeiten. Ich habe dich gewarnt. Sie konnte manchmal unausstehlich sein. Ich kam spät von der Arbeit und vergaß völlig, ein Schulprojekt zu machen.
Am nächsten Morgen erfuhr der Direktor davon und rief mich in sein Büro. Meine üblichen Tricks haben bei diesem strengen Kerl nicht funktioniert. Emily, deine schulischen Leistungen lassen sehr zu wünschen übrig. Die Ferien beginnen morgen, aber du wirst zur Strafe zusätzlichen Unterricht besuchen. Das ist nicht fair. Das steht nicht zur Diskussion. Ach, das war so dumm. Ich war sauer, weil der Direktor meine grandiosen Pläne für die Ferien ruiniert hat. Es wurde immer schlimmer. Am nächsten Tag wurden meine Eltern und ich plötzlich auf die Polizeiwache gerufen. Die Polizisten beschuldigten mich, einen Stein auf das Auto des Direktors geworfen zu haben. Ist das zu glauben? Ich sagte ihnen, ich hätte nichts dergleichen getan. Und meine Eltern verteidigten mich. Emily ist ein gutes Mädchen und würde das nie tun. Sie kennen ihre Tochter nicht sehr gut. Wir haben unwiderlegbare Beweise. Er zeigte uns ein Video, das jemand auf die Wache gebracht hatte, um mir etwas anzuhängen. Darin hatte eine Person in meiner Kleidung das Auto des Direktors zertrümmert. Ich habe es nicht getan. Jemand hat sich für mich ausgegeben. Sparen Sie sich Ihre Ausreden für den Prozess. Hier ist ein kleiner Spoiler für euch. Ich wurde für schuldig befunden und zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Ruinierte Ferien waren danach das geringste meiner Probleme. Immerhin musste ich 2 Wochen lang mit anderen Gefangenen in einem verlassenen Hotel den Müll wegräumen. Das war eine Katastrophe. Wer will schon so viel Zeit unter echten Verbrechern verbringen? Ich bestimmt nicht. Ich hatte Angst, dass sie mir etwas antun würden. Ich musste mir eine Lösung ausdenken. Mein schauspielerisches Talent kam zur Rettung. Direkt nach der Verhandlung hatte ich ein paar Stunden Zeit. Also habe ich mir temporäre Tattoos machen lassen und vor dem Spiegel geübt, hart auszusehen. Ich bin cool. Legt euch nicht mit mir an. Das sah überzeugend aus. Danach habe ich Edward angerufen und ihm gesagt, dass ich für 2 Wochen zu meinen Eltern nach Bali fahre. Ich hoffe, du wirst dort eine tolle Zeit haben, Baby. Ich musste mir eine Ausrede einfallen lassen, um zu erklären, warum ich nicht zur Arbeit gehen konnte. Hören Sie das Husten? Ich muss mich krank schreiben lassen. Kein Problem. Gute Besserung, Emily. Nachdem ich mich um all das gekümmert hatte, machte ich mich für die gemeinnützige Arbeit bereit. Die Polizisten drückten mir einen hässlichen Gefängnisanzug in die Hand und sagten mir, ich solle mich umziehen. Dann wurde ich zum Bus und zu den anderen Gefangenen geführt. Verdammt, ich war das einzige Mädchen dort und alle starrten mich an wie Löwen, ein hilfloses Reh. Igitt, sobald ich hier raus war, würde ich herausfinden, wer mich reingelegt hatte und es ihm bereuen lassen. Aber zuerst musste ich 2 schreckliche Wochen überstehen. Sehen. Deshalb sollte so ein süßes Ding verhaftet werden. Der Rest der Typen lachte unangenehm. Ich nahm den Mut zusammen. Es war an der Zeit, ihnen zu zeigen, dass sie mich nicht so einfach einschüchtern konnten. Ich ging auf den größten Typen zu, den alle Big Bob nannten, und beugte mich bedrohlich über ihn. Großer Junge, hat dir deine Mutter nicht beigebracht, wie man mit Frauen spricht? Mich wütend zu machen, ist eine schlechte Idee. Oh, ich zittere in meinen Stiefeln. Bist du der Kopf der Mafia, du Göre? Ha, das bin ich nicht. Aber mein Dad schon. Ich erzählte ihm, dass ich die gefährlichste Kriminelle des Landes sei, den schwarzen Gürtel in Karate habe und hervorragend Autos klauen könnte. Ihr hättet ihre Gesichter sehen sollen. Alle hörten mir mit offenem Mund zu. Natürlich taten sie das. Ich war eine hervorragende Lügnerin. Nach meiner Rede begannen sie mich zu respektieren. Als wir im Hotel ankamen, haben diese Schläger die ganze Arbeit für mich erledigt, während ich mich gesonnt habe. Das ist natürlich nicht Bali, aber so schlimm ist es nicht. Hey Big Bob, hol mir noch eine Limo. Eine Sekunde, Schwester. Während Bob und seine Leute arbeiteten, erzählte ich ihnen Geschichten über meine Abenteuer, die ich mir an Ort und Stelle ausgedacht hatte. Ich ließ mich so sehr mitreißen, dass ich ihnen sogar erzählte, wo ich wohne. Ups, ich hoffte, sie würden nicht vorbeikommen. Die 2 Wochen vergingen wie im Flug. Ich verabschiedete mich von Bobs Bande und ging schließlich mit meinen Eltern nach Hause. Später kam Sandra vorbei und belehrte mich erneut. Ich hab dir gesagt, dass deine Lügen nach hinten losgehen werden. Ach, fang nicht wieder damit an. Lass uns essen. Mom hat Nudeln gemacht. Beim Abendessen rührte meine Freundin das Essen nicht an und warf mir nur böse Blicke zu. Dann sind wir in mein Zimmer gegangen und ich habe Sandra gebeten, mir zu helfen, herauszufinden, wer mich reingelegt und das Auto des Direktors zerstört hat. Es muss Rache sein. Vielleicht hat unsere Lehrerin herausgefunden, dass ich sie über die Krankheit meiner Eltern angelogen habe. Was, wenn sie gefeuert wurde, weil sie mir gute Noten gegeben hat, obwohl ich keine Hausaufgaben abgegeben habe? Das klingt nicht sehr wahrscheinlich. Es muss Christy gewesen sein. Sie könnte herausgefunden haben, dass ich gelogen hatte, um den Job zu bekommen und wurde wütend auf mich. Da bin ich mir nicht so sicher. Heilige Kekse, das war definitiv Edward. Er muss gemerkt haben, dass ich nicht reich bin und hat beschlossen, sich an mir zu rächen. Es wäre alles nicht passiert, wenn du nicht so viel gelogen hättest. Sandra, ich liebe dich, aber du kannst manchmal so langweilig sein. Ich wollte denjenigen finden, der mich reingelegt hatte, bevor die Schule wieder anfing. Am nächsten Tag ging ich mit meinen Eltern in den Supermarkt. Während sie einkauften,
traf ich Mrs. Warren. Meine Lehrerin starrte meine Eltern erstaunt an. Emily, ich verstehe das nicht. Ich dachte, deine Eltern wären schwer krank. Ich hätte weiter lügen können, aber ich musste wissen, wer mich reingelegt hat. Ich habe gelogen. Haben Sie einen Stein auf das Auto des Direktors geworfen? Meine Lehrerin war sehr verletzt über meine Anschuldigung. Sie sagte, sie hätte das nie getan. Außerdem hatte sie gerade erst die Wahrheit über meine Eltern herausgefunden. Du hast meine Freundlichkeit ausgenutzt, aber damit kommst du nicht mehr durch. Ups, ich konnte nur mir selbst die Schuld geben. Okay, wenn es nicht meine Lehrerin war, wer war es dann? Später ging ich durch die Stadt und traf Christy. Sie arbeitete als Kellnerin in einem Diner. Ich stellte sie zur Rede. Aber es stellte sich heraus, dass Christy sich nicht einmal an mich erinnerte. Kenne ich dich? Wir haben uns im Kino getroffen und, weißt du was? Es spielt keine Rolle, vergiss es. Offenbar hatte Christy auch nichts mit meiner Verhaftung zu tun. Dann blieb nur noch Edward übrig. Später ging ich zur Arbeit. Zu meiner Überraschung kam mein Freund ins Kino. Stellt euch vor, wie überrascht er war, als er mich Popcorn verkaufen sah. Baby, ich wusste nicht, dass du schon zurück bist. Warum verkaufst du Popcorn im Kino deiner Eltern? Ach, genug davon. Wolltest du dich an mir rächen? Gib es einfach zu. Mich an dir rächen? Wofür? Weil ich dich angelogen habe und so getan habe, als wäre ich reich. Edward sah mich enttäuscht an und sagte, dass er sich nie so weit herabgelassen hätte. Es ist mir egal, dass du aus einer einfachen Familie kommst, aber ich kann dir deine Lügen nicht verzeihen. Auf Wiedersehen. Er ging weg wie ein getretenes Hündchen. Und ich war verwirrter denn je. Wer hat mich reingelegt? Ich hatte keine Verdächtigen mehr. Und dann leuchtete plötzlich eine Glühbirne in meinem Kopf auf. Aber natürlich, es musste Sandra sein. Nur sie kannte die Wahrheit über mich. Damit würde sie nicht durchkommen. Ich rannte in mein Zimmer, um mir einen Racheplan auszudenken. An diesem Abend besuchten meine Eltern ihre Freunde. Deshalb war ich sehr überrascht, als ich Stimmen in unserem Haus hörte. Hey, wer ist da? Big Bob und seine Bande kamen aus der Küche. OMG, das war übel. Hallo, Schwesterherz. Was macht ihr denn hier? Bist du nicht froh, uns zu sehen? Der Anführer der Bande sagte, dass sie nach der gemeinnützigen Arbeit einen Laden ausgeraubt hätten und sich nun in meinem Haus verstecken wollten. Du bist eine von uns, Emily. Du wirst uns doch nicht ausliefern, oder? Da wurde mir klar, dass ich zu weit gegangen war. Ich musste aufhören zu lügen, bevor ich vergaß, wer ich wirklich war. Aber um aus diesem Schlamassel herauszukommen, musste ich ein letztes Mal eine Maske tragen. Also gab ich noch einmal vor, ein hartes Mädchen zu sein. Kein Problem, Leute. Fühlt euch wie zu Hause. Ich sagte, dass ich ihnen Chips bringen würde, schloss mich in meinem Zimmer ein, rief die Polizei und erzählte ihnen alles. Zum Glück kamen die Polizisten ein paar Minuten später und nahmen die Verbrecher schnell fest. Du Verräterin, wie konntest du uns ausliefern? Überraschung, Leute. Ihr habt euch von einem gewöhnlichen Schulmädchen täuschen lassen. Sie wurden weggebracht und ich atmete erleichtert auf. Genug war genug. Keine Verstellung mehr. Die Polizisten gingen, aber ein Polizist mit einem dicken Schnurrbart blieb zurück, um meine Aussage aufzunehmen. Zu meiner Überraschung sagte er erkenne mich. Das ist seltsam. Ich erinnere mich nicht an sie. Wann haben wir uns getroffen? Ich war dabei, als wir das Video bekamen, auf dem du das Auto deines Direktors zertrümmerst. Wow, sagen Sie mir, wer hat es Ihnen gegeben? Es war meine Freundin Sandra, nicht wahr? Du hast uns das Video selbst gebracht. Erinnerst du dich nicht? Der Mann sah mich an, als ob ich verrückt wäre und ging weg. Ich war so schockiert, dass ich mich lange Zeit nicht bewegen konnte. Was hat er damit gemeint? Es war verrückt. Bald darauf kamen meine Eltern nach Hause und umarmten mich besorgt. Die Polizei hatte sie angerufen und ihnen erzählt, was passiert war. Emily, geht es dir gut? Ja, es geht mir gut. Aber irgendetwas beunruhigt mich. Ich dachte, Sandra hätte mir eine Falle gestellt, damit ich verhaftet werde. Und der Polizist sagte, ich hätte die Beweise selbst aufs Revier gebracht. Baby, wer ist Sandra? Was meinst du? Wir sind schon seit Jahren befreundet. Sie kam sogar kürzlich zum Abendessen vorbei. Ich meine, sie hat zwar nichts gegessen, aber trotzdem. Meine Eltern sahen mich verwirrt an und sagten, ich hätte noch nie eine Freundin namens Sandra gehabt. Es kam auch niemand zum Abendessen. Es waren nur wir drei. Emily, machst du Witze? In meinem Kopf drehte sich alles. Wie kann das sein? Ich wollte Mom und Dad nicht beunruhigen, also sagte ich, dass ich nur einen Scherz gemacht hatte. Aber dann habe ich mich in mein Zimmer eingeschlossen, um über alles nachzudenken. Dann hatte ich ein paar Erinnerungsblitze. Moment mal. Das ist richtig. Ich habe mich endlich daran erinnert, was wirklich passiert war. Als der Direktor mich bestrafte, war ich so wütend, dass ich die Beherrschung verlor und sein Auto zertrümmerte. Aber dann fühlte ich mich schuldig. Also nahm ich das Überwachungsmaterial und stellte mich. Niemand hatte mich reingelegt. Ich habe meine Strafe verdient.
Wer hätte das gedacht? Moment mal, was ist mit Sandra? Kaum hatte ich das gesagt, sah ich aus dem Augenwinkel meine Freundin. Ach, du hast wahrscheinlich schon erkannt, wer ich bin. Ich glaube ja, du bist mein Gewissen oder sowas in der Art. Deshalb hast du mich immer belehrt. Aber ich habe nicht auf die Vernunft gehört und dafür bezahlt. Wenn du weiter so tust, als wärst du jemand anderes, wirst du dich selbst völlig verlieren. Keine Sorge, ich habe meine Lektion bereits gelernt. Dann ist mein Auftrag erfüllt. Von nun an bist du auf dich allein gestellt. Auf Wiedersehen, Emily. Ich werde dich vermissen, auch wenn du manchmal unausstehlich warst. Sandra verschwand für immer. Ich habe mich bei allen entschuldigt, die ich angelogen habe. Leider hat Edward mir nicht verziehen. Ich war mit einem Mädchen zusammen, das nicht existiert. Ich habe dein wahres Ich nie gekannt. Es tut mir leid, aber wir können nicht zusammen sein. Ich bin nicht wütend auf Edward, denn es ist meine Schuld, dass es mit uns nicht geklappt hat. Selbst die kleinste Lüge kann verheerende Folgen haben. Deshalb habe ich aufgehört, so zu tun, als wäre ich jemand anderes und lebe jetzt im Einklang mit mir selbst. Ich habe beschlossen, mein Talent nicht zu vergeuden und bin einem Theaterverein beigetreten. Glaubt ihr, dass ich eine gute Schauspielerin sein werde?